Hallo und willkommen wieder zurück zu The Legend of Zelda A Link to the Past. Okay, dieses Mal rein zu Schloss Hyrule. Ja, das Schloss wird hier nicht mal angesehen. Aber hier geht's weiter. Bis zur Spitze von Schloss Hyrule müssen wir uns durchkämpfen. Um Zelda aus den Fängen des Magiers zu befreien. Gegner werden ja immer gefährlicher gerade. Na toll. Mal hin mit dem Boomerang. Okay. Eine Fee. Die war jetzt gerade sehr gut. Ein Schlüssel. Ab in die nächste Ebene. Ebene 2 von Schloss Hyrule. Mann, ist das hier dunkel. Schon von Gegner behaust. Gut, dass gerade die Schwertstrahlen gerade voll sind, also zumindest das die Herzanzeige. Sonst könnte Link jetzt nicht auf seine Schwertstrahlen quasi machen. Mit dem legendären Masterschwert. Ach, Gegner. Was ist das? Noch ein Block. Toll, schon wieder dunkel. Heller machen. Keine Karte der Umgebung. Der Schlüssel für die nächste Ebene. Rein. Eine weitere Ebene hoch. Ebene 3 von Schloss Hyrule. Toll. Okay. Löcher. Fortsetzung folgt. Im Verlies quasi. Ja, die hohen Ebenen. So, erstmal Licht. Typisch Benachrichtigung. So, alles mal hell genug fürs Erste. Das hat wahrscheinlich gerade wieder die andere Tür geöffnet. Das war so klar. Ein Schlüssel. Ab nach oben. Aha, jetzt ist es eigentlich wieder hell. Hört zu gut, Link. Ein direkter Treffer mit dem Masterschwert kann den Magier nicht verletzen. Finde einen Weg, seine dunkle Magie auf ihn zurückzuschleudern. Okay. Ebene 4 sind wir aktuell von Schloss Hyrule. So, wieder ein Herz. So kann man ihn auch außer Gefecht setzen hier.
Du, Gegner, hast schon deine letzten Tage. So. Bombe. Nochmal eine Rubine. So, den treibe ich erstmal nach hinten. Schön mit Schwertstrahlen verletzen. Funktioniert doch gerade sehr gut. Eisstab in die Hand. Er ist auch noch hell genug. Ihm ist beweglich. Pfeile. Wer hätte das erwartet? Okay. Den erstmal mit dem Schwertstrahl runterfegen. Toll. Den müssen wir erstmal außer Gefecht setzen. Ab in die nächste Ebene. Die sechste Ebene. Von Schloss Hyrule. Rein. Aha, Link, ich hatte dich schon erwartet. Eigentlich wollte ich mich zuerst um Zelda kümmern. Sieh her, dies wird ihr letzter Atemzug sein. Nun wird auch Zelda verbannt. Jetzt ist das Siegel der sieben Weisen endlich für immer gebrochen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis dieses Land vollständig den bösen Mächten gehört. Wenn wir den Stamm des Bösen über die goldene Macht verfügen, kann uns auch der Held aus der Legende nichts mehr anhaben. Ich verlasse dich nun. Die Tür ist zu. Ein Eingang. Ich muss da mal entlang. Aha, du scheinst mich um dein Ende anzuflehen. Dann erlaube mir diesen Wunsch zu erfüllen. Letzter Raum von Schloss Hyrule. Direkte Schläge können ihn nichts anhaben. Ich muss ihm seine Magie zurückschleudern. Zack. Das wohl eher nicht. Okay, das hat gerade zwei Schaden zugefügt. Voll daneben geschleudert. Voll daneben ist auch daneben. Genau, wirklich wieder strahlen. Das hat wieder Blitz bedeutet. Das hat ihn verletzt. Daneben. Abwarten, was er jetzt macht. Falsch. Auch wieder nicht. Wieder seine Position am Wechseln hier. Erwischt. Ja, gut, dass der Schild das gerade abgeblockt hat. Erwischt. Nicht übel, Held, doch für eine Niederlage bin ich noch nicht bereit. Ich werde dich in die Schattenwelt verbannen. Link, kannst du mich hören? Der spricht schon wieder. Der Ort, an dem du dich, in dem du jetzt stehst, war einst das goldene Land. Doch nun ist es die Schattenwelt, in der das Böse regiert. Der Magier scheint das Siegel des
der Weise gebrochen zu haben. Dadurch schuf er den Eingang des Palastes, eine Verbindung, durch die das Böse der Schattenwelt in die Lichtwelt eindringen kann. Nur wenn die goldene Macht zurückgewonnen wird, kann die Lichtwelt gerettet werden. Freie die sieben Weisen, sie sind die Nachfahren der sieben Weisen. Ihre Kräfte werden dir bestimmt weiterhelfen. Sie werden im Verliesen voller Ungeheuer und Fallen festgehalten. Geh zuerst zum Palast der Dunkelheit. Du bist die einzige Hoffnung. Erfülle den Wunsch eines alten Manns, bitte. Die Schattenwelt. Die anderen Punkte werden noch nicht markiert. Aber hier gibt's noch ordentlich Verliese. Das ist schon mal Nummer 1. Und es gibt insgesamt 7 Meinen, die gerettet werden müssen. Und die sind natürlich in verschiedenen Verliesen. Keine Reaktion. Wirklich Gegner. Und da wir auch die Mondperle haben, haben wir die Gestalt. Immer noch. Eben möglich. Genau, wirklich. Das ist ein großer Stein. Palast der Dunkelheit. Die Brücke ist schön. Aber ich kann das bewegen. Dafür könnte man noch was gebrauchen. Natürlich kann ich auch mit dem Spiegel wieder zurück in die Lichtwelt. Eine gefährliche Welt. Und zack, in der Lichtwelt. Jetzt ist es fertig. Der magische Puder. Streue ihn auf die Gegner und viele andere Dinge. Hat sich gerade eben gelohnt, nochmal zurück zur Lichtwelt zu gehen. Gegner. War klar. So. Teich des Unglücks. Verflucht sei derjenige, der es wagt, einen magischen Stein in meinen Kreis zu werfen. Okay. Reingeworfen. Ein Fisch. Bist du der, meinen Schlummer stört? Nimm dies und verschwinde wieder. Das Erdmedaillon. Es lässt die Erde erbeben und vernichtet kleinere Gegner. Achte auf deine Magieanzeige.
schon mal eins der Männerjungs. Das eine Medaillon hängt ja noch quasi noch, ja, an den Bergen. Und dazu muss ich ja noch hochkommen. Erneut. Das Masterschwert ist ja schon vorhanden. Aber Link müsste da nochmal hoch. Das war klar. Da kann man nicht rein. So. An einen anderen Punkt der Schattenwelt hin teleportiert. Meine Güte, sind das Gegner hier. Ungeheuer vom Feinsten hier in der Schattenwelt. Aber gerade mit diesem Energiekonzern hier geht das wohl gut. Uff, weiter hier. So. Da können wir rein. Hey, für 20 Urin könnte ich dir eine lukrative Information. Wusstest du das? Oh wow. Und dafür wird auch nochmal die Energieanzeige voll geheilt. Konnte man machen. Ich hänge nochmal trotzdem eine Bombe an, weil das sieht auffällig aus. Oh, wir haben zwei Eingänge. Oh nein. Autsch. Oftmals deine Zauberkraft auffrischen kannst, wenn du gefrorene Gegner mit den Hammer streichelst. Okay. Hat einen Item-Hinweis. Na gut, ich kann mich ja jetzt nicht ungeschadet dahin bewegen. Aha. Einiges zu tun, wahrscheinlich in der dunklen Welt. Das kann man da sagen. Ich sehe ungeheuer mal kurz verschwindet. Nun denn, sollte euch das Video gefallen haben, immer Daumen nach oben und das Abonnieren nicht vergessen. Ja, wir wissen schon mal demnächst, wo es weitergehen soll. Nächster Dungeon-Ziel wäre hier. Aber es gibt auch genügend zu erkunden in der Schattenwelt. Nun ja, bis dahin alles Gute, haut rein. Bis zum nächsten Video von The Legend of Zelda, Link to the Past.